Heute ist der erste Tag. Wir haben gerade angefangen. Und was kann euch jetzt helfen, danach besser zu spielen? Das sind diese folgenden Basics: der Griff, die Haltung, die Ausrichtung und der Bewegungsablauf. So, fangen wir an mit dem Griff. Haltet bitte alle den Schläger in der rechten Hand. Die Spitze zeigt zu euch. Jetzt den Schläger in die Finger der linken Hand reinlegen. Unten am Griffende bitte. Gut, jetzt schließt die Hand bitte und haltet den Schläger vor euch mit einer Hand so. In diesem Moment muss der Schläger unter dem Handballen vom kleinen Finger liegen. Das ist entscheidend. Und ein Test dafür ist, den Schläger nur mit einem Finger zu halten. Und dann sieht man, ob der Schläger unter diesem Handballen liegt oder nicht. Wenn ich in der Handfläche habe, den Schläger, dann fällt er raus. Das ist echt eine tolle Sache. So, ich möchte kurz bei jedem gucken. Ja, jetzt die andere Hand hier oben. Und die runterrutschen. Und dann müsst ihr den Schläger greifen, so wie ihr das gelernt habt. Entweder Finger oben drauf, dazwischen oder Interlocking. Jetzt setzt den Schläger auf den Boden und dreht beide Hände nach innen. Beide. Die linke Hand nach innen, die rechte Hand nach innen. Macht das bitte. Und habt ihr den Schläger jetzt in den Fingern oder in der Handfläche? Es ist so ein Fingergriff. Könnt ihr kurz euren Namen in der Luft malen? Vorname und Nachname bitte. Und jetzt die Griffstärke. Wie fest ist der Schläger in der Hand? 10 tut weh, 1 fällt raus. Welche Nummer habt ihr? Ja, so 4, 5 würde ich sagen. Aber bitte nicht höher als das. Locke. Könnt ihr bitte alle 1 verwenden? Locke, dass er rausfällt. Das war 1, noch einmal 1. Okay, jetzt mach mal 10. Jetzt mach mal 5. 7. 3, 2, jetzt reden wir. Und wenn ihr diese Griffstärke beibehalten könntet während des gesamten Schwunges, dann ist es möglich, schöne Dinge zu machen. Okay, jetzt die Haltung. Was mache ich bitte falsch? So, das sieht man immer wieder. Der Golfer nimmt den Stand ein. Ich sitze jetzt übrigens. Mein Gewicht ist auf den Fersen. Und um das auszugleichen, mache ich so. Gucke, dass dein Rücken gerade ist und wirklich aus dem Hüftgelenk nach vorne, dass das Gewicht vorne ist auf den Fußballen. Und dann plötzlich bin ich ein Athlet. Jetzt kann ich mich ein bisschen bewegen auch. Okay, so beim Stand, merkt euch bitte, das Gewicht muss mehr auf den Fußballen sein und nicht auf den Fersen. In Ordnung? Und so eine kleine Anhaltspunkt für euch. Das Hüftgelenk muss genau oberhalb sein vom Fußgelenk beim Stand. Und wo sind die meisten Golfer? Sind so, das Hüftgelenk hinter den Füßen ist. Und das wollen wir jetzt perfekt hinbekommen. So, die Arme bitte nach vorne strecken. Die Füße Schulterbreite, nicht breiter als die Schulter. Alles klar. Jetzt aus dem Hüftgelenk. Ich mache es erstmal vor. Ich bücke mich, bis meine Hände auf Hüfthöhe sind, auf Höhe meiner Hüfte. Und ich habe mich nur gebückt aus dem Hüftgelenk. Jetzt, was ich tun werde, ich lasse die Arme runter, bis der Schläger den Boden berührt. Und dann zum Schluss gehe ich in die Knie und ich lasse meinen ganzen Körper runtergehen. Ich sitze nicht dabei. Und jetzt habe ich eine gute Haltung. Das machen wir alle bitte. Arme nach vorne gestreckt. Wie sollten die Füße dann bei diesem Stand sein? Ist das okay? Ist das okay? Ihr glaubt nicht, wie oft ich das sehe. Ja, ein bisschen. Denk mal an Charlie Chaplin. Der hat es übertrieben, das geht nicht.
Und wenn überhaupt den vorderen Fuß mir öffnen aus den hinteren Fuß. So, wir haben jetzt einen schönen Griff. Wir denken daran, die Hände immer nach innen zu drehen. Wir halten den Schläger mit einer Lockerheit von 3. Und wir stehen schön gebückt nach vorne aus dem Hüftgelenk. Und wir lassen alles fließen jetzt.